Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Super Mario Maker. Der Lukas hat uns erneut ein Level gebaut. Und ich habe Angst. Er hat mir gerade auf Twitter geschrieben, dass er 2 Stunden gebraucht hätte, um den Level, also damit er den Level schaffte, um ihn überhaupt hochladen zu dürfen. Dementsprechend bin ich aktuell ein wenig verängstigt, aber naja, da ich den letzten ja quasi abgebrochen habe, denke ich, schulde ich ihm, dass ich den hier jetzt auch durchspiele. Also wer weiß, vielleicht mache ich hier aus einen Mehrpater. Okay, ich verstehe schon mal das hier. Und es gefällt mir schon mal so gar nicht. Okay. Interessant. Ich verfehle das immer. Verdammt. Allein da habe ich schon keine Ahnung, wie ich hier am besten hochkomme. Okay, erstmal ein bisschen ausruhen. Okay. Na, dann. Okay, da kommt also Feuer raus. Warten wir das Feuer einmal ab. Ich habe vergessen zu springen. Oh, das kann ja noch heiter werden. Okay. Erstmal warten, bis sich hier alles beruhigt hat. Vielleicht sollte ich einfach direkt durchspringen. Und ich warte noch einmal ab, bis sich das darum gedreht hat. Okay, jetzt bin ich hier. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert, aber ich habe jetzt schon Angst davor. Oh, oh. Falls mir mal irgendwer anders Level bauen möchte, ich weiß nicht, ein bisschen weniger satanistische, ich habe nichts dagegen. Apropos satanistisch, ich habe jetzt mal Lucifer durchgesehen. Ist eine gute Serie, kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob das jetzt rechts oder links runter zu rutschen. Das gibt's doch nicht. Okay, ich weiß zumindest, wo der Checkpoint ist. Wenn wir den diese Folge noch erreichen können, wäre das ja schon mal so eine Art kleines Ziel. Schießen die da unten hier hoch? Nein. Okay. Ich hätte vielleicht einfach nochmal runterspringen sollen. Verdammt. Warum bin ich jetzt gesprungen? Aber das ist wieder so ein Level, der ich mag. Ich sag mal, anders als der letzte, den ich gespielt habe, ist der nicht so
Ich sag mal, dieser Level, der hat mehrere spaßige Hindernisse hintereinander. Und der ist einfach herausfordernd. Der andere, keine Ahnung, der hat mir keinen Spaß gemacht, weil es war halt einfach diese eine Kampfgeschichte und keine Ahnung, ich war nie ein Fan von Bowser-Kämpfen. Da bin ich zu weit gesprungen. Falls ich zwischendurch mal, so wie jetzt, einfach mich blöd anstelle, tut's mir schon mal leid. Daran müsst ihr euch gewöhnen. Ach, verdammt. Okay. Wie auch immer ich das jetzt geschafft habe, warte ich jetzt da ab. Das Feuer kurz abwarten. Und da muss ich jetzt gleich einfach durchrennen. Oh. Ich habe nicht bemerkt, dass du auch hier hochschießt. Okay, dann warte ich jetzt noch einmal das Sägeblatt ab. Und hüpf. Und jetzt bitte nimm den Checkpoint. Okay, der Rest ist mir jetzt eigentlich schon mal egal. Ich habe den Checkpoint erreicht. Okay, und ich verstehe, was man hier machen muss. Ungefähr. Oh. Okay. Bitte sag mir nicht, ich muss die Kugel benutzen, um irgendwo hochzukommen. Natürlich hätte ich das gemusst. Nein, ich komme da auch so rüber. Verdammt. Ah. Okay. Okay. Ich sehe, worauf das hinausläuft. Oh. Ich glaube, ich habe vergessen zu sprinten. Ich hasse es, diese engen Landungen zu machen. Okay, und nochmal. Oh. Ich bin da vorhin so gut durchgekommen. Ah, wenigstens weiß ich jetzt bereits, was auf mich wartet. Bis zu diesem Punkt. Ich habe natürlich mal wieder nicht dran gedacht, irgendwie vorher mal zu schauen, wie lange der Level ungefähr geht. Sonst wüsste ich jetzt wenigstens, ob ich irgendwie jetzt am Anfang bin oder in der Mitte oder quasi schon am Ende. Okay. Abwarten. Ach, komm schon, das ist doch nicht dein Ernst. Hm.
Okay. Irgendwie habe ich das geschafft. Abwarten. Muss ich da einfach so schnell wie möglich dann direkt hoch, oder? Ich weiß es nicht. Ah. Da hat mich die Kanone überrascht. Ah, knapp. Aber okay. Das Böse habe ich wirklich nahezu keine Möglichkeit irgendwie abzuschätzen, ob ich zu schnell bin oder nicht oder sonst was oder noch warten muss. Habe ich gerade einen Wandsprung am Checkpoint gemacht? Okay, jetzt komme ich hier nicht mehr rüber. Ah. Ich hoffe übrigens, dass das ja auch der Level ist, den er meinte, den ich spielen sollte. Ich warte mich einmal ab, bis diese Kanone gefeuert hat, bevor ich losrenne. Sonst bringt die mich einfach nur aus dem Konzept. Abwarten. Dann kommen auch noch Paracoopers, natürlich. Das Blöde ist, die Paracoopers sind in Ordnung, aber die Tatsache, dass ich, während ich auf die Paracoopers springe, noch den Maul... Wie ist denn die Maulis? Maulis? Den Schraubenschlüsseln halt ausweichen muss. Das wird nervig. Zu schnell. Aus dem Grund springe ich immer direkt, wenn ich halt irgendwo lande. Sozusagen, damit ich sicher gehen kann, dass ich auch an der richtigen Stelle lande. Also, dass ich halt nicht einfach vom Block runterlaufe. Hm. Okay, machen wir wieder den hier. Und... Ach, knapp. Und wieder daneben. Also ich warte bei den Maulwürfen immer, bis sie einmal geworfen haben und klettern sozusagen, währenddem ich nenn's mal Cooldown hoch. Okay, wie auch immer ich das noch geschafft habe.
Zu schnell. Und da war ich zu langsam. Und da war ich zu schnell. Okay, da war ich dann wiederum viel zu langsam. Und wieder zu schnell. Okay, jetzt versuchen wir mal, uns wieder zu konzentrieren. Abwarten. Okay, jetzt hoch. Ach, komm schon. Was? Was soll denn das jetzt auch noch? Ah. Wenn das Absicht war, dann war es sehr fies. Und dann muss ich jetzt den Feuerbällen ausweichen, während ich da hochkletter. Das kann ja auch mal sehr lustig werden. Aber ich muss sagen, der Megaterhorst ist recht kreativ. Was die Levelgestaltung angeht. Und ein weiteres Mal. Ups. Okay, warum bin ich da jetzt gesprungen? Einmal abwarten. Ich bin bei Skype nicht auf einen Weg gegangen, sehe ich gerade. Und ich habe mal... Das könnte sogar funktionieren, dass wenn ich darunter falle versehentlich, ich einfach nach rechts gehe. Ich meine, da oben muss ich ja nicht hin. Okay. Im Gegenteil, wenn ich da oben nicht hingehe, triggere ich nicht die roten... Kugelwillis, genau. Kugelwillis? Waren es Kugelwillis? Es waren Kugelwillis. Bullet Bills. Okay. Versuchen wir es erneut. Blöder Knopf. Ich frage mich, hört man das eigentlich, wenn ich hier so mit meinen Tasten rumklapper? Okay, das hört man. Okay, man hört alles außer dem B-Knopf. Ich sehe es da gerade in der Audiospur. Also nicht Audiospur, da rechts.
der Anzeige, ob mein Mikrofon Geräusche annimmt oder nicht. Ich benutze jetzt nicht hier Audacity zum Aufnehmen. So professionell bin ich nicht. Da. Und jetzt warten wir. Da. Da-da-ba-da-ba-da-bam. Ich habe da irgendwie das Problem, ich springe ab, bevor ich überhaupt Momentum aufbaue. Und auch das war jetzt eher Glück als Können, dass ich das noch geschafft habe. Abwarten. Und los. Okay, jetzt kommen wir wieder zu dem Teil. Und hoch. Zu früh. Und diesmal war es zu viel Momentum. Okay, und jetzt bin ich nicht mal auf den Block gekommen. Ach. Das ist einfach... Das ist die Stelle, die ich hasse hier am Level. Also, die gefällt mir am wenigsten. Und ich sollte vielleicht echt mal offline gehen bei allen möglichen Sachen. Normalerweise stört es mich halt nicht, weil mein Aufnahmeprogramm nimmt das nicht auf. Aber irgendwie hat es bei... hier... dem hier Probleme. Deswegen mache ich da immer eine Monitoraufnahme. Eva Media, so ist das Ding genau. Knapp. Fast hätte ich es geschafft. Zu schnell. Und dahin. Okay. Das war blöd von mir, das war so blöd von mir. Da habe ich jetzt nicht über meinen Kopf geachtet. Aber okay. Ich glaube, so wie ich es gemacht habe, grundsätzlich erstmal unter den Schraubenschlüsseln warten und dann halt da schauen, wann da die beste Möglichkeit ist, um durchzukommen, ist erstmal die beste Möglichkeit. Und ja, ich habe gerade zweimal beste Möglichkeit gesagt, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Okay. Ach komm schon, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Gut.
Beim nächsten Mal klebe ich mich mal wieder an die Wand dran. Ich glaube, ich sollte da oben einfach nicht anhalten und denen die Gelegenheit geben, noch einmal zu werfen, sondern direkt durchgehen. Und jetzt sollte ich mich wieder aufs Spiel konzentrieren. Und ich könnte das zwar gleich in zwei Teile aufteilen, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass wir jetzt noch hier eine halbe Stunde dran sitzen werden, weil wir haben ja den Großteil schon gesehen. Und klar, kann durchaus passieren, dass wir jetzt noch eine halbe Stunde, wenn nicht sogar eine ganze Stunde hier umfällen werden, weil wir es einfach nicht durchschaffen. Aber dann habe ich Pech gehabt. Also ich sag mal, ich vermute, wenn man da halt bei Bowser hochgeklettert ist, gibt's auf der anderen Seite noch ein sadistisches Jump'n'Run, um runterzukommen. Und naja, dann ist da natürlich auch das Ende vom Level. Ich habe gerade vergessen, dass man da stehen bleiben soll. Okay. Naja, seht's mal so. Bis zum Ende dieser Aufnahme bin ich, glaube ich, an jeder möglichen Stelle in diesem Level einmal gestorben. Stimmt nicht ganz. Ich glaube, die schwarze Kanone da links hat mich noch nicht getötet. Die rote aber schon. Oder? Hat sie das? Nee, ich glaube, um die rote bin ich sogar geschickt immer drum gekommen irgendwie. Okay, eine abwarten. Weiter geht's. Das war blöd. Okay, vielleicht werden wir doch noch eine halbe Stunde brauchen, aber trotzdem mache ich das jetzt in einer Aufnahme. Ich hätte es sogar fast noch geschafft. Nein, aber ehrlich, wenn irgendeiner meiner Zuschauer irgendwie dieses Spiel besitzen würde und Lust hätte, mir Level zu bauen, ich würde mich freuen. Das Nervige ist einfach, dass ich nicht sehe, wo ich bin, wenn ich über diese Paracooper springe. Das ist wirklich sehr nervig. Komm schon. Das Blöde ist, ich muss auch aufpassen, dass sie immer möglichst zeitgleich geladen werden, weil wenn nicht, habe ich das Problem, dass sie dann halt unabhängig voneinander schießen und dann kann ich denen noch weniger ausweichen. Bin ich mal gespannt, was er so zu meinen Versuchen zu sagen hat. Nein, schnell hoch. Das meinte ich mit, sie sind unabhängig voneinander geladen. Woo!
Das ist... keine Ahnung. Es ist nervig, dass ich an der Stelle quasi mit den Schlüsseln, den Koopas, den Raketen und den Feuerbällen zu kämpfen habe. Also irgendwie 2, 3 Hindernisse weniger wären angenehmer gewesen. Genau das meine ich. Ich sehe nicht, wo die sind. Oder mehr, ich sehe nicht, wo ich bin. Und der Harald spielt Counter-Strike. Ja, toll. Es wäre... keine Ahnung. Ich weiß es, sage ich auf hier. Sowas wie das hier. Einfach so kleine Stellen, wo man sich ein wenig ausruhen kann. Die fehlen in deinen Leveln. Also, ich weiß, das ist sozusagen auch der Sinn dahinter, aber... ich finde es blöd, dass man wirklich quasi durch 5 Hindernisse in Folge rushen muss, ohne irgendwie eine Möglichkeit zu haben, sich mal ein bisschen auszuruhen. Einfach die Para-Koopas nicht direkt in die Reichweite der Schraubenschlüssel packen. Oder einfach... vielleicht einfach die Schraubenschlüsselviecher nicht bis ganz oben hoch, sodass sie halt einem nicht mehr dazwischen funken können, wenn man bei den Para-Koopas ist. Ich meine, mittlerweile diese... ich glaube, die ist ein Monty. Monty Mode oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht verwechsel ich auch gerade irgendwas komplett. Frage. Falls du dieses Video schaust, verehrter Mega-Terhorst, interessiert sich eigentlich, wenn ich hier irgendwie sage, ja, das würde ich eher so machen, oder sagst du einfach, ja toll, wenn du es nicht schaffst, bist du selbst schuld. Würde mich jetzt ernsthaft interessieren. Also im Sinne von, bringst du überhaupt irgendetwas, wenn ich hier irgendwie versuche, konstruktive Kritik zu aufzubauen, oder würdest du sowieso nichts ändern? Also, dass jetzt nicht die existierenden Level umbaust, ist mir klar. Du weißt, was ich meine. Irgendwie... ich überlege gerade. Ich glaube, jeder Level, den du baust, ist immer eine Bowser-Festung, oder? Und das meine ich mit, manchmal habe ich einfach keine Möglichkeit durchzukommen. Okay, nicht hoch genug.
Ach. Und auf ein neues. Und auf ein neues. Kann man eigentlich irgendwo sehen, wie viele Versuche man gebraucht hat? Ich meine, es wäre interessant, wenn man so am Ende lesen könnte, ja, du hast das nach so und so vielen Versuchen abschließen können. Oder halt, du hast es nach so und so vielen Versuchen nicht abschließen können, entsprechend. Verdammt! Ach, ich tat es auch. Und ich sehe jetzt schon, dass dadurch, dass die Wand da rechts so dünn ist, ich einfach in Bowser springen werde beim Versuch, den Wandsprung zu machen. Also... Ah, glaube ich, solltest du zwischen die Paracooper und da, wo man halt runterrutschen sollte, noch eine Wand hinbauen, damit man halt nicht einfach da von ganz oben nach ganz oben unten runterspringen kann. Weil ich glaube nicht, dass es so gedacht ist. Und zweitens, die Wand, von der aus Bowser auf einen schießt, so dick, dass er einem nicht im Weg stehen kann. Weil ich glaube auch nicht, dass das so gedacht ist. Ich glaube, ich habe oft das Problem, dass ich einfach vor dem Landen bereits springen drücke. Und dann einfach nicht realisiere, dass ich zu spät gedrückt habe. Zu früh gedrückt habe. Und ich habe immer das Pech, dass der Paracooper genau in dem Moment unten ist, wenn der andere oben ist. Vielleicht soll ich... Ich kann da oben nicht warten. Da sind die Schraubenschlüssel. Ah! Und auf ein neues. Ich schaffe diesen Level jetzt noch. Auch wenn mich die Stelle mit Bowser da hinten endlos aufregt. Okay. Das kann tatsächlich blöd werden. Schau mal, wenn ich jetzt gerade hier runtergehe. Die halt irgendein. Und ich werde auf Twitter angeschrieben. Vom verehrten Lukas, der mich nämlich gerade fragt, wann ich das denn mache. Wisst ihr was? Antworten wir ihm jetzt live in der Aufnahme. Moment. Lalala. Mitteilungen. Machst du es denn? Antworten da. Jetzt. Gerade. Punkt. Ach ja, da muss ich klicken. Ich habe gerade im Aufnahmefenster geklickt. Okay. Und zurück zum Spiel. Ich hoffe, ich hatte gerade nicht irgendwelche Pornoseiten offen. Nein, hatte ich nicht. Glaube ich. Egal. Ach. Ja.
Ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch. Ich warte gleich. Na, ich kann nicht warten, bis die unten sind. Die einzige Möglichkeit, wie ich da durchkomme, ist, wenn ich an denen einfach vorbeispringe. Das heißt, vom zweiten Paracooper am besten direkt nach unten. Aber dann falle ich in die Feuerbälle, wenn ich Pech habe. Naja, das gehört dann dazu. Verdammt. Okay, dann anderer Plan. Ich versuche sie alle auszuschalten, bevor ich nach unten komme. Wie? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, wenn ich auf einen springe, dann... Na, das ist eine blöde Stelle da. Weil da hochklettern, während die von oben auf mich zielen, geht nicht. Ach, ich hatte es fast geschafft. Okay. Okay. Vielleicht einfach direkt nach rechts durchspringen, weil ich, wenn ich es richtig erkannt habe, ist da wirklich nichts mehr auf dem Weg nach unten. Das würde bedeuten, ich hätte es jetzt eigentlich geschafft. Aber ich möchte es natürlich richtig schaffen. Na, ich war sogar schon drüber. Okay. Das heißt, wenn ich direkt durchhechte, kann ich es auch so gerade eben schaffen. Das hatte ich ja fast schon erwartet. Und dahin. Und da. Da. Okay, zu spät. Jetzt muss ich eine Rutsche abwarten. Genau reingesprungen. Aber wenn ich da an der Stelle runterspringe, triggere ich nicht da oben die Kanonen. Das ist schon mal gut. Ah. Und da habe ich es jetzt geschafft, elegant am roten Paracooper vorbeizuspringen. Und hups. Hopp. Ah. Nochmal. Ups, na, ah. Okay, ich habe es mir gerade elegant geschafft, die Hand an meinem Schreibtischstuhl zu stoßen, beim Versuch, mir aufs Bein zu schlagen. Verletzungen, die ich mir beim Spielen von Super Mario Maker zulege.
Das sind Sportverletzungen, sind das genau. Na gut, ich glaube nicht, dass das hier als E-Sport zählt. Wobei, wäre doch eine Inter- Das wäre doch sogar. Das wäre ein E-Sport, den ich mir ansehen würde. Speedruns von krassen Super Mario Maker Leveln. Und da denke ich mir, komm, jetzt bist du mal schlau. Gehst hier schnell weg mit einer Arschbombe und nope. Bleibst genau da stehen. Okay. Ich habe mal wieder zu spät B gedrückt. Aber egal, ich gebe nicht auf. Ja, wir sind bereits bei 45 Minuten, aber hey, und wenn dieser Part 2,5 Stunden wird. Ich habe es versucht. Ich kann ein 3-stündiges Video hochladen. Es dauert zwar 11 Stunden, aber hey, kommst zur Not halt übermorgen und nicht heute. Morgen. Oder kommst heute? Nein, es kommt morgen. Heute kommt Hearthstone. Kam Hearthstone. Ist weird, oder? Genau wie heute. Gestern kam Hearthstone und heute kam auch schon Hearthstone, weil ich nämlich. Genau. Heute ist der Tag, wo ich irgendwie überlege, okay, es muss. Mirror's Edge muss noch irgendwie warten, deswegen. Komm. Kann sein, dass ich statt Mirror's Edge irgendwas anderes mache. Ich überlege gerade, The Secret of Monkey Island zu Let's Playen. So knapp. Okay. Aber hey, ich schaffe es immer wieder, bis da hinten hinzukommen. Das nehme ich als ein Zeichen, dass ich Fortschritte mache. Diese Maulwürfe sind zwar immer noch meine Hassstelle hier, aber ich komme mittlerweile meistens an ihnen vorbei. Gut, ich sterbe dann am ersten Paratrooper. Aber... Oder an dem Ding. Ich glaube aber, die Maulwürfe nerven mich immer noch mehr als die... roten Kanonen da hinten, weil die Kanonen sind zwar nervig, aber sie sind berechenbar. Die Maulwürfe nicht. Mittlerweile bin ich ziemlich sicher, dass ich ein zufälliges Wurfmuster habe, weil mal komme ich da problemlos durch, wenn ich mich halt abwarte, bis der untere quasi vorbeigeflogen ist. Mal fliege ich dann genau in irgendeine in der Mitte rein. Das hätte ich jetzt auch schaffen können, wenn ich nicht eine Spin-Attack gemacht hätte. Oh, und dass ich das geschafft habe, da bin ich überrascht. Ach ja, und nach wie vor, Bowsers sind immer noch ultimative Hassgegner, weil, naja, deren Feuerbälle kann man überhaupt nicht voraussehen. Und sie gehen durch alles, können also auch nicht irgendwie abgeblockt werden. Die sind einfach nur nervig. Da, warum haben die jetzt da oben beispielsweise schon geworfen gehabt? Ba-ba-ba-da-ba-da-bum. Ich hasse diese Maulwürfe. Ja.
Oh, no. So knapp. Ah. Ups. Und vorhin bin ich sehr gut an denen vorbeigekommen. Keine Ahnung, was ich da anders gemacht hatte. Oh, hi. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, positionierst du dich einfach mal so, dass du... Okay. Ich schaff das. Weil, wie gesagt, anders als die Malwürfe sind die Kanonen berechenbar. Da muss ich mir nur merken, an welcher Stelle ich von rechts abspringen oder links abspringen muss. Muss ich schauen, ob das besser passt. Und dann komme ich da immer durch. Okay, deine Schnauze hat mir keinen Schaden gemacht. Dann möchte ich mich dafür entschuldigen. Da war ich zu hoch. Vielleicht muss ich einfach versuchen, halt immer Sprung und Drehsprung direkt zu machen. Also komme ich nicht höher, glaube ich. Oh, ist gerade da unten rechts. Ich muss demnächst eigentlich auch mal wieder Dark Souls 3 aufnehmen. Ich habe zwar theoretisch noch für knapp eine Woche im Voraus aufgenommen, aber ich sag's mal so, bei Dark Souls habe ich lieber sehr weit im Voraus aufgenommen gehabt. Also, naja, ich sag mal, Shovel Knight, da konnte ich auch durchaus mal an dem Tag, wo es hochkommen sollte, noch eine Folge schnell aufnehmen. Bei Dark Souls ist das eher schwer. Okay, und jetzt bitte sag mir, hier unten ist irgendwas. Ich hab's geschafft. Endlich. Nach gerade mal 53 Minuten und... keine Ahnung, ob war nicht... Okay, 50 Sekunden. Das nehme ich jetzt mal als endgültige Zeit. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit ich davon im Level selbst verbracht habe. Ah. Endlich. Level beendet, ja. 33 Minuten? Also er hat vermutlich nur die Zeit, die ich tatsächlich gespielt habe, genommen. Ah. Stern vergeben und beenden. Ah. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.